Egal wie kalt es draußen ist, es brennt vor Begeisterung in den Fingern und dann auch im ganzen Körper. Es wird jetzt buchstäblich heiß. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und erstmal frohen neuen Tag. Und natürlich im Januar, das neue Jahr hat begonnen und natürlich lässt auch die Gartensaison 2021 nicht lange auf sich warten und ich bin schon ziemlich heiß und deswegen werde ich auch schon jetzt mit meinen Voranzüchten bzw. meinen Aussaat in den Töpfen beginnen, jetzt im Januar oder Anfang Januar. Und ja, ganz am Anfang stehen natürlich die sehr scharfen Chilis an erster Stelle, deswegen auch das mit der Einladung, mit dem kleinen Witz, das ist schon in den Fingern brennt, buchstäblich. Und man kann jetzt schon jetzt mit Chilis zum Beispiel anfangen, weil sie doch recht lange brauchen, bis sie vielleicht mal aufkamen und dann lange zum Wachstum benötigen. Und ich habe dieses Jahr erst meine schärfste Chili im Anfang November ernten dürfen und da war schon Probleme mit dem Frost, also da haben schon einige Pflanzen Schäden bekommen. Und ich möchte euch einfach mal jetzt zuerst die Chili-Sorten vorstellen, die ich auspflanzen werde. Ich habe da so ein paar Quicktöpfe und da werde ich alle meine Aussaaten, die ich euch jetzt vorstellen werde, auch auspflanzen. Also vom letzten Jahr die Seven Pot White werde ich auspflanzen. Das ist jetzt hier so diese kleine weiße Glocken-Chili, ist doch recht scharf. Also die hat 500.000 Scoville. Eine meiner schärfsten Sorte, die ich dieses Jahr gehabt hatte. Genau dazu das Pardon in Rot, die Seven Pot Bubblegum. Die werde ich dann auch nochmal aussehen. Einfach weil ich die nochmal anbauen möchte. Genauso viel Scoville wie die Seven Pot White. Und dann noch eine etwas mildere Sorte, die ich auch dieses Jahr im Anbau hatte, aber die auch sehr ertragreich ist und recht früh getragen hat. Die Creola Cella, glaube ich, heißt die. Mal ganz genau schauen, wie sie heißt, weil ich spreche sie meistens nicht so richtig aus. Ist aber egal. Bildet so kleine orangene Schoten aus. Auch Saatgut von diesem Jahr. Da habe ich wirklich genug Saatgut mitgenommen. Und sonst werde ich dann noch ein paar neue Chilis anbauen, habe mir jetzt das Saatgut geholt von jemandem, einem anderen YouTuber, vom Tomatenflüsterer, der Thomas Seiler, glaube ich, heißt er. Vielen Dank nochmal, dass du mir immer wieder neue Tomatensorten und auch die neue Chili-Sorten zugesendet hast. Paprika hast du mir auch letztes Jahr mitgegeben. Und sonst werde ich dann nochmal die schärfste Chili der Welt anbauen momentan, die Chocolate Reaper. 1,5 Millionen Scoville, dann auch noch die Kraken, auch eine sehr scharfe Chili und ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt anbaue, weil schon bei der Seven Pot Bubblegum haben meine Familie schon gesagt, dass die das nicht unbedingt ertragen, so die ganze Hitze. Ich esse ja sowieso keine Chilis, mal schauen, wer Lust und Laune hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich werde sie jedenfalls mal probieren. Und sonst habe ich mir noch ein paar andere Chilis rausgesucht. Da muss ich nochmal schauen, ob ich die auspflanze oder nicht, weil so viel Chilis möchte ich gar nicht in meinem Anbau haben. Aber ich habe noch 3 weitere Sorten. Je nachdem, wenn ich bei den Quickpots noch Platz habe, werde ich zum Beispiel sowas wie die sibirische Hauspaprika nochmal mit auspflanzen und ein paar andere Sorten, die ich dann noch bekommen habe. Einfach testweise. Und das ist so viel jetzt zu den Chilis, die ich jetzt dann noch auspflanzen werde. Falls sich jetzt einige Leute wegen meinen Haaren sich beschweren, warum ich denn so ungepflegt ausschaue. Naja, ist so, ist ein Gartenkanal, kein Modekanal. Was mindestens genauso lange braucht, sind meistens die Auberginen. Also die habe ich letztes Jahr auch erst im Januar, beziehungsweise mein Vater für mich angebaut und die Pflanzen sind auch haben lange gebraucht zum Keimen, weil sowas wie Chilis oder Auberginen brauchen es halt recht warm, so 20 bis 25 Grad für die Keimung. Manche nehmen da Heizmatten, ich mache das jetzt nicht unbedingt, weil meine Eltern hier eine Bodenwärmeheizung haben. Ist, normalerweise haben wir hier 20 bis 25 Grad und die Auberginen brauchen dann doch recht lange auch mit dem Wachstum, und wenn die mal richtig Ertrag haben wollen, tue ich sie auch schon mal immer richtig früh vorziehen. Und dieses Jahr habe ich dann auch wieder sehr viele Sorten, weil ja, meine Freunde und Bekannte, die wollen halt immer, mögen Auberginen recht gerne, meine Eltern auch. Dann möchte ich doch mal ein bisschen mehr Auberginen dieses Jahr probieren. Auch natürlich wieder in den verschiedenen Sorten, die es auch wieder bei diesem Gewächs gibt. Also zum Beispiel darunter gehört jetzt die Aubergine Bangladesch Long, ist so eine längliche Aubergine. Dann die Aubergine Rosita werde ich anbauen. Ist eine recht schöne Sorte. Dann auch wieder eine längliche Sorte, die Malaysian Dark Red. Eine weiße Aubergine, die Aubergine Casper, sieht man auch nicht so oft, ist auch eine recht interessante Sorte. Dann die Aubergine hatte ich auch letztes Jahr im Anbau, war ja nur ein paar Tage zurück, die Aubergine Black Beauty, also die kennt man ja schon mal eher, diese ja, glockenförmigen Auberginen, wie man sie aus dem Supermarkt kennt zum Beispiel oder aus dem beim Einkaufen halt. Und sonst dann noch die Aubergine Zakonki. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist jetzt so eine Aubergine, die ein bisschen weiß oder lila gestreift ist. Das sind jetzt ein paar mehr Auberginen, wie gesagt, und die werden auch nochmal mit ausgesät. Für die weiteren Aussaaten, die ich jetzt tätigen werde, ist es von Vorteil, ein Frühbeet oder ein Gewächshaus zu haben, weil sonst würde ich das mit der Aussaat ja ein bisschen weiter hinauszögern, so Ende Januar, Anfang Februar, weil es dann doch ein bisschen zu früh ist. Wie gesagt, also für alle Aussaaten, die ich euch jetzt vorstelle, Anfang Januar ist recht früh. Also man kann ja auch mit den Chilis noch 2 Wochen warten, genauso wie mit den Auberginen. Oder das, was jetzt kommt, da reicht es auch. Was ich jetzt, euch jetzt vorstelle, reicht auch Anfang, Mitte Februar. Also bitte keine Hektik, aber ich möchte es jetzt einfach ausprobieren, weil ich natürlich auch die Möglichkeiten dazu habe. Darunter werde ich jetzt Salate aussehen, die man für die Überwinterung zum Beispiel nutzen kann, beziehungsweise auch für den frühen Anbau. Das sind überwiegend Kopfsalate, beziehungsweise auch ein Eissalat. Und darunter einfach der Kopfsalat Maikönig, der Eissalat Grasa Krauthäuptel 2 und die Bakju, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Also das sind jetzt so Kopfsalate, die man wirklich im Januar bis März aussehen kann, im Frühbeet zum Beispiel, oder dann hier in einem geschützten Ort oder dann später ins Gewächshaus raussetzen kann. Das sind alle solche Sorten, die man schon recht früh unter Glas oder unter Schutz aussehen kann, damit man halt schon eine recht frühe Ernte hat. Wenn ihr die Möglichkeiten habt, könnt ihr das auch jetzt schon gerne machen. Ich werde das jetzt einfach ausprobieren. Darunter zählt auch dazu Kohlrabi. Ich habe jetzt hier den Azur Star und den frühen grünen Kohlrabi. Wie gesagt, auch wie bei dem Kopfsalat werde ich das in einem Frühbeet, also ich habe Hochbeete, wo ich einfach Glasscheiben drauflegen kann oder auch dann ins Gewächshaus, um einfach meine Ernte zu verfrühen oder schon recht früh im Jahr zu ernten zu können. Und sonst werde ich auch noch, was ich hier in diesem Kasten drin habe, das sind jetzt Zwiebeln, Zwiebelsamen. Also das ist jetzt hier so der, wenn man das so ein bisschen sehen kann, das ist jetzt der Stuttgarter Riese, da habe ich mir die Samen genommen. Werde ich dann auch mit aussehen, also auch in Töpfchen und dann später wikieren, dann werden das recht große Knollen. Also ich hatte letztes Jahr wirklich so handgroße Zwiebelknollen, habe ich auch ein paar Bilder auf meiner Webseite online gestellt. Also ich werde auch jetzt schon mit Zwiebeln anfangen. Und dann habe ich hier noch in der Schachtel die anderen beiden Chili-Sorten. Also das sind jetzt die Chili Hot Lemon. Wenn ich Platz habe, werde ich die auch noch aussehen, und die Chili Rote Schafe. Weiß gar nicht. Ich kenne keine Bilder von denen, kann ich mich von denen überraschen lassen. Das Saatgut, was ich mir ertauscht habe. Und was ich jetzt auch noch aussehen werde, ist zum Spaß Petersilie, also die, ich glaube, die habe ich hier. Da habe ich auch wieder eigenes Saatgut genommen. Die Krause, Mosekrause Petersilie, also nicht die glatte. Kann man ja ganzjährig aussehen. Und ich habe Petersilie zwar draußen, die wird aber dann in die Blüte gehen für die Schwebfliegen oder Schwebbienen ist es auch immer. Recht schön, die haben dann auch einen guten Nektar, aber ich werde auch mal ein bisschen mit den Kräutern schon mal anfangen. Und bei den ganzen Aussaaten wird ja natürlich empfohlen, dass man hier mit den entsprechenden Lichtern arbeitet, also LED-Lichter oder also, ja, Bürolichter. Ich habe zum Beispiel da ganz vorne am Fensterbrett steht zum Beispiel so eine Lichtdusche, die hat 1000 Lux zum Beispiel, also solche Tageslichter habe ich hier auch aufgestellt, ja, damit halt die Pflanzen genug Licht haben. Also es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel Paprika ohne Licht angezogen haben, habe auch ein Video gesehen vom Selbstversorgerkanal. Der hat das auch so gemacht, also man muss halt immer ein bisschen selbst ausprobieren und experimentieren, was klappt oder nicht. Weil so ein Geilwuchs bei den Pflanzen, wenn sie nicht genug Licht bekommen, ist nicht schön. Wenn man eine Fensterbank hat, die recht kühl ist und ja, genug Licht hat, dann wachsen sowieso die Pflanzen recht kompakt. Also je wärmer es ist, desto mehr Licht benötigen die Pflanzen normalerweise, sonst suchen sie nach Licht und schießen in die Höhe, wenn dann nicht ganz so kräftig. Muss man dann ein bisschen schauen, wie man das ein bisschen optimiert und auch selbst seine eigenen Erfahrungen macht. Und was man auch noch aussehen kann, beziehungsweise was ich hier noch hier im Zimmer alles habe für Überwinterungen, das Zimmer ist ganz schön voll, ich werde euch nicht alles zeigen, aber so ein paar Kulturen, die ihr jetzt auch noch aussehen könnt, beziehungsweise ja, versuchen könnt, fürs nächste Jahr anzubauen, das werde ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Eine weitere Aussaat, die ihr jetzt natürlich auch hättet tätigen können, ist zum Beispiel Physalis. Das ist jetzt ein Steckling, den ich im Herbst gezogen habe. Das ist jetzt die einzige Pflanze, die bei mir überlebt hat. Die hat jetzt Wurzel geschlagen. Natürlich würde ich auch jetzt schon anfangen mit der Physalis-Aussaat von den, ja, also einfach Samen in die Erde stecken von Physalis. Die brauchen auch recht lange. Ich habe jetzt hier einen Steckling genommen. Geht viel schneller von der Pflanze, die wild aufgegangen ist. Und die wurzeln eigentlich genauso schnell wie Tomaten, also Physalis könnt ihr auch ruhig jetzt schon anfangen. Dann Steckling, den ich auch noch genommen habe, ist jetzt zum Beispiel von einer Süßkartoffel, das war die Sorte Sakura. Habe jetzt auch 3 Stecklinge, die bestanden haben, weil ich dann doch ein paar Probleme mit Trauermücken habe, aber da kann ich euch noch später ein paar Tipps geben. Das sind jetzt, ja, ein paar Stecklinge, hat auch schon gut gewurzelt. Natürlich vom letzten Jahr möchten wir dieses Jahr auch wieder Süßkartoffeln machen. Kann man sich jetzt, glaube ich, auch noch machen. Man kann sich eine Knolle holen, also im Supermarkt, und die einfach in Erde setzen, damit die halt Wurzel bildet. Habe ich natürlich auch schon mal vor 2 Jahren gemacht. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch für Kurkuma und Ingwer. Die Pflanze passt gar nicht drauf. Also das ist jetzt hier eine Kurkuma-Pflanze. Hier ganz klein, da habe ich jetzt auch schon Ende November habe ich mir da wirklich Kurkuma und Ingwer Knollen, also die Rhizome, habe ich in die Erde gesteckt und die ganze Zeit feucht gehalten. Habe jetzt schon hier einige Pflanzen, also ich glaube vom Kurkuma habe ich schon 10 Pflanzen, mit dem Ingwer 10, 15 Pflanzen, die schon aufgekeimt sind. Also die brauchen halt recht lange, also die müssen halt immer regelmäßig feucht bleiben, nicht zu feucht, weil sonst fangen die Rhizome an zu schimmeln. Und die brauchen halt auch wirklich recht lange. Also ich war ja auch in Costa Rica, war auch bei einem Ingweranbau. Die sind halt Schattengewächse, wachsen gut im Halbschatten bzw. im Schatten. Unter anderen tropischen Bäumen mögen es halt recht warm. Deswegen brauchen die vielleicht auch nicht so viel LED-Licht oder so, weil Also die stehen bei mir zum Teil auch im Schatten, haben keinen geilen Wuchs und die brauchen halt wirklich recht lange. Also normalerweise so 10 Monate brauchen die schon so an die Kulturzeit. Und deswegen fange ich da auch jetzt schon damit an, werde die dann in Kübel setzen oder auch als Mischkultur in den Folientunnel dann später. Und das ist jetzt eine Kurkuma-Pflanze. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Geilwuchs bei Kurkuma und Ingwer gibt. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ihr das vielleicht auf der Kamera ganz sieht. Das ist jetzt eine Kurkuma-Pflanze, die schon recht groß ist. Also die ist im Vergleich zu einer anderen Pflanze, obwohl sie genau ebenfalls im Schatten gestanden ist, so groß geworden. Und dann habe ich entdeckt, dass ich unten, jetzt werde ich hier eine Warnung einblenden, weil jetzt kommt wieder, Esoterika, das ist wissenschaftlich nicht belegt. Keine Ahnung, ist jetzt trotzdem passiert, weil ich hier unten habe ich, weiß ich, da kann man es sehen, Alufolie. Ein Freund hat mir gesagt, dass man halt, ja, jetzt Stichwort Energiekultur, dass man da mit der Alufolie kann man halt die entsprechenden Frequenzen, also Skalarwellen fürs Pflanzenwachstum anregen, dass man halt wirklich so starke Pflanzen bekommt. Ja, hat anscheinend jetzt doch funktioniert, weil ich die Alufolie da wirklich da unten drin gelassen habe und die da die nötige Frequenz und Energie bekommen hat, dass die halt so einen starken Wachstum bekommen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es ein Geilwuchs ist, weil die dann doch sehr dunkelgrün kräftiges Blatt hat und hat anscheinend funktioniert. Und jetzt kommen dann wieder so die ganzen, ist wissenschaftlich nicht belegt und alles mögliche, bla bla bla. You are fake news. Jeder sollte selber seine Erfahrungen machen. Also für den einen bin ich jetzt hier der Esoteriker und für den Esoteriker bin ich der Exoteriker. Keine Ahnung, einfach Schubladen denken. Wissenschaft hat auch sehr viele Theorien, die einfach übernommen worden sind und von den Menschen geglaubt werden. Das kann man glauben, der Wissenschaft kann man glauben, aber es ist halt immer wichtig, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und manche bauen zum Beispiel Pyramiden aus Kupfer, das ist auch so eine Energiekultur. Funktioniert natürlich auch, aber die Energie möchte ich eigentlich normalerweise nicht nutzen. Da möchte ich lieber den Gärtner als Energiequelle nutzen, mit den Pflanzen sprechen, sich um sie kümmern aus Herz und Begeisterung, von tief aus dem Inneren heraus. Das ist jetzt auch wieder so, ja, bevor ich jetzt weitermache, schalten noch gleich wieder welche ab oder tippen gleich wieder was in die Kommentare. Also wie gesagt, ist jetzt einfach, was mal so ein Monster-Ingwer bzw. Kurkuma. Ist auch sehr recht nett. Mal schauen, wie die Pflanze sich entwickelt oder ob sie eingeht, keine Ahnung. Ich werde mich einfach weiter um sie kümmern. Jetzt zum Abschluss des Videos möchte ich euch nochmal ein paar Tipps geben für Trauermücken. Ich habe jetzt auch hier ein paar Mücken, die hier ein bisschen rumschwirren und die haben ja auch ein paar Süßkartoffelpflanzen auch zerfressen bzw. sind eingegangen und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Tipps geben. Also was ich jetzt neuerdings ausprobiert habe, sind Nematoden, also es sind ja insektenfressende Würmer oder Würmchen, so ganz kleine Fadenwürmer, die ich bestellt habe, die sich jetzt speziell von Trauermücken und beziehungsweise deren Larven ernähren. Da ist es halt so, dass man die in einem Gießwasser anrührt, die dann in die Töpfe ja, ausgibt und dann lässt man die Erde feucht und die fressen dann die ganzen Larven und auch die Trauermücken selbst. Das ist halt eine recht beliebte Möglichkeit und da gibt es sehr viele Leute, die da auch schon gute Erfahrungen damit gemacht haben. Problem ist halt bei den Trauermücken, die mögen halt feuchte Erde. Deswegen gibt es halt manche Hinweise, dass man zum Beispiel die Erde komplett austrocknen lässt. Das mögen halt die Trauermücken nicht, dann gehen die auch nicht in diese Erde rein und legen ihre Eier ab. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel Sand auslegen. Also eine gute, ja, eine gute Sandschicht, das mögen die auch nicht, da legen die auch nicht gerne ihre Eier rein. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man es vielleicht zum Beispiel von unten her gießt, dass man nicht von oben gießt, sondern von unten, damit halt die Pflanzen da ihre Wurzeln runterbilden. Ist das halt speziell für einen Geilwuchs besseres. Aber letztes Jahr hatte ich dann die Erfahrung, dass da die Trauermücken nicht so oft vorkommen, als wenn ich von oben her reingegossen habe. Und was man auch machen kann, ist jetzt auch nicht so die Permakulturmöglichkeit, ist zum Beispiel diese Gelbtafeln auslegen, bodennah. Die kann man jetzt zum Beispiel für die Kontrolle bei Nematoden nutzen, wird empfohlen. Ich habe das jetzt hier auch mit den Gelbtafeln, weil ich natürlich bei meinen Eltern lebe und denen ist dann wirklich recht egal, ob ich hier Permakultur mache oder nicht. Die möchten ja jetzt nicht unbedingt in einer Wohnung oder im Haus oder bei ihren Pflanzen so viele Trauermücken haben, dass die kaputt gehen. Deswegen habe ich auch hier noch ein paar Gelbtafeln, aber ich würde zuerst empfehlen, die Nematoden, das sind halt Nützlinge, und einfach die versuchen, ja, gegen die Trauermücken einzusetzen. Das sind jetzt zum Beispiel meine Möglichkeiten, wie ich Trauermücken begegne, damit sie vielleicht meine jungen Pflanzen nicht ganz ruinieren. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn die dann doch die ganzen Physalis, Paprika, Chilis und was weiß ich, dass die nicht klappen wegen den Trauermücken. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten unter diesem Kanal auch auf Telegram und Facebook, also Social Media zum Beispiel. Ist alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch in der Videobeschreibung unten. Wie gesagt, die ganzen Maßnahmen helfen mir wirklich sehr, ja, für euch weiterhin Videos zu machen, das Projekt weiter für euch am Laufen zu erhalten. Und ja, einfach Spaß und Freude zu verbreiten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!